Welcome back, Leute. Sorry, ich bin gerade aufgestanden. Da habe ich mir gedacht, perfekter Zeitpunkt, mal ein Bierchen zu trinken. Oder? Wir haben das Bier. Alter, ey. Nicht nach dem Aufstehen. Also, nochmal von vorne. Hallo Leute, was geht ab? Wir trinken jetzt ein Bier zusammen. Von den Superfreunden. Das Bier heißt Till Death. No. Heißt das Bier Till Death? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall von Superfreunde. Apropos Superfreunde. Der Erik wollte eigentlich vorbeikommen. Jetzt hat er sich hingelegt. Es ist übrigens 1. Mai, ne? Der pennt. Und ja, er scheint nicht zu kommen. Superfreunde. Old School Ale. Alk 5,5%. Zutaten Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. Superfreunde GmbH und Co. KG, Petersburger Straße in Berlin. Woher kennen wir die Superfreunde? Richtig, von den Bierprobierern. Der liebe Alex hat die mal interviewt. Die Superfreunde brauen bei Brauhaus Binkert und füllen bei Wagnerbräu Kemmern ab. Die haben keine eigene Brauerei, heißt das. Genau. So, pass auf, was jetzt hier steht, ist interessant. Altbier, kalt gehopft mit Chinook. Hopfen. Jetzt steht da Ale. Aber Ale heißt, ist eigentlich nur Bier, ne? Auf, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen verwirrt. Wir trinken das jetzt mal. Und ich habe mir gedacht, da da Altbier drauf steht, nimmst du dir jetzt auch ein Altbierglas hier, Hannen alt. Pass auf. Ich habe noch nie ein Altbier mit einem speziellen Hopfen getrunken. Und da das ja generell ein Craftbier ist, ist das auch mein erstes Alt-Craftbier. Das ist sehr hell für eine Alt. Obwohl, das Glas ist auch sehr dünn, ne? Das muss man sagen. Ich trinke selten aus einem Altbierglas, vor allem aus so einem dünnen. Sieht eher aus wie eine Kölschstange. Und vor allem steht da irgendwann Fußballscheiß drauf, womit ich ja nun mal gar nichts am Hut habe. Locker bleiben, Frank, hey. Ich bin kein Morgenmuffel, ne? Aber das geht gar nicht. Ich finde den Schaum sehr standhaft. Das finde ich ja schon mal... Was ist das? Ich hätte das Glas ausspülen sollen vorher. Können die Superfreunde nichts für, hoffe ich. Boah, das riecht aber krass. Das muss der Chinook-Hopfen sein. Das riecht ja richtig gut. Hier ist übrigens ein Türrahmen. Ich bilde mir eine Grapefruit ein. Bei einem Altbier, ne? Da rechnest du ja jetzt nicht unbedingt damit, Früchte rauszuriechen. Das riecht super frisch. Fruchtig, zitrusfruchtig. Ja, so Zitrone. Grapefruit halt. Probieren wir mal. Mach doch mal. Da steht Altbier. Es schmeckt aber. Es schmeckt einfach wie ein. Es schmeckt richtig gut. Ich meine, Altbier heißt ja bloß, dass es obergärig ist und bestenfalls dunkle Malze benutzt hat. Ne? Das hier schmeckt nicht so, als wären da nur dunkle Rösten, also nur Röstmalze verwendet worden. Aber ne, wie wir alle wissen, sind das hier die Profis und ich nicht. Ich trinke nur Bier. Aber es schmeckt auf jeden Fall super fruchtig. Es schmeckt wie ein Pale Ale. Von der Herbe auch her. Für mich ist das ein sanftes Pale Ale. Das mit dem Altbier war doch ein Witz, oder? Das steht da nur aus Scheiß da drauf. Das sind Berliner Jungs, ne? Die verarschen uns. Schön, ne? Auch mal schön. Ja, komm. Also der Schaum ist der Knaller, ne? Dass da Altbier draufsteht, verwirrt mich einfach total. Das finde ich ja jetzt mal richtig scheiße. Lass ich in die Wertung mit einfließen. Ihr müsst wissen, das Bier hat um die 4 Grad. Es war ein bisschen lang im Kühlschrank oder im Eisfach. Aber, ja. Ich habe das im Trinkgut habe ich das tatsächlich gefunden. Das war auch das einzige von den Superfreunden, was die da hatten. Die haben wahrscheinlich noch mehr, schätze ich. Also noch mehr Biere, die Superfreunde. Das sind übrigens zwei Typen. Ein so ein bärtiger mit einer Käppi und einer, der normal aussieht. Schätze ich mal, ich habe es nicht mehr ganz in Erinnerung. Ich meine, ihr müsst mir jetzt hier beim Trinken zugucken. Ne? Das Video ist eigentlich vorbei. Oh, jetzt kam ein leichter Anflug von Röstmalz. Moment, ich glaube, das muss noch ein bisschen wärmer werden. Ja, Erik, falls du das hier siehst, ich kann immer noch Auto fahren. Ich habe bisher nur ein Bier getrunken. Wie viel Prozent hat er da? Naja, viel vorgelesen wieder, ne? 5,5 habe ich vorgelesen.
Super, Freunde. Super, super. Kein Rückenetikett, ne? Das kostet halt auch Geld, ne? Jetzt bilde ich mir tatsächlich dunkle Schokolade ein. Kann aber auch Spinnerei sein. Zart bitter, ja. Hm. Wenn es wärmer ist, merkst du, dass da irgendwie ein Altbier drin ist. Aber es kann auch einfach nur sein, dass ich das jetzt rausschmecke, weil es vorne drauf steht. Das Schöne ist bei diesen dünnwandigen Gläsern, die werden sehr schnell warm, wenn man die dazu zwingt. Ne? Karl May steht da drauf, Fußballweltmeister. Ich weiß nicht, wer Karl May ist. Ich kenne nur Karl Marx und Reinhard May. Hat er nicht Winnetou geschrieben? Scheiße, ich weiß es nicht. Das Bier hatte die falsche Temperatur, da ist ein Altbier drin, Mann. Das musst du aber erstmal. Also Freunde, auch die Superfreunde. Super Bier, schön. Wenn ihr das mal seht, unbedingt mal zugreifen. Ansonsten hier das Interview mit den Superfreunden, mit dem Alex von die Bierprobierer und hier, keine Ahnung, ist doch scheißegal.